Musik, finde ich, erzählt den zeitgeschichtlichen Rahmen. Das Dritte Reich, in dem sich Sophie und Hans irgendwie bewegen mussten und trotzdem unter diesen schweren Zeitumständen, in dieser schweren Musik, streben sie immer nach oben, immer zum Licht, immer zur Freiheit, immer zum Affirmativen hin. Das Stück natürlich so lesen, dass man sagt, es sind Hans und Sophie kurz vor dem Tod und das Leben spult sich nochmal ab. Aber was ich wesentlich interessanter finde, dass es zwei Figuren sind aus dem Heute eigentlich, die sich durch dieses Material durchwühlen, die natürlich immer wieder in die Rollen reinschlüpfen, die anprobieren, wie fühlt sich Hans und Sophie sein an. Viel Papier auf der Bühne, was man sieht, also das Papier als Inbegriff dessen, was zurückbleibt, das Inbegriff dessen, was für Sophie und Hans steht, letztendlich als Möglichkeit für die ganzen Freiheitsgedanken, die sie haben, auch als die Flugblätter natürlich. Ich bin so schön.